Aufgabe B2.0. Ein selbstgebasteltes Tischset aus Filz ist zu sehen. Die nebenstehende Skizze zeigt die Bastelvorlage für solch ein Tischset. Die Grundfigur ist ein gleichschenkliges Trapez A, B, C, D mit AB parallel zu CD. Der Schnittpunkt der beiden Diagonalen AC und BD ist der Punkt E. Die Ausschneidelinie verläuft entlang dreier Kreisbögen. Es gilt, Kreisbogen GH mit G-Element EC und H-Element ED hat den Mittelpunkt E und berührt die Seite CD im Punkt K. Der Kreisbogen GF mit F-Element BC hat den Mittelpunkt C. Der Kreisbogen IH mit I-Element AD hat den Mittelpunkt D. Ferner gilt, Strecke AB ist 60 cm lang, Strecke AD 35 cm und der Winkel BAD sind 75 Grad. Runden Sie im Folgenden auf. Eine Stelle nach dem Komma. Aufgabe 2.1. Zeichnen Sie das Trapez ABCD mit den Kreisbögen IH, GH und GF im Maßstab 1 zu 5. Wir sollen also im Maßstab 1 zu 5 zeichnen. Wer sich mit dem Maßstab nicht mehr auskennt, kann sich Folgendes überlegen. 1 zu 5 heißt nichts anderes als 1 cm in der Zeichnung entspricht 5 cm in der Wirklichkeit. Jetzt ist die Strecke AB 60 cm lang. Wie lang ist er also in der Zeichnung? Nun, wir können uns zum Beispiel Folgendes überlegen. Wie komme ich von 5 auf 60? Ist also nichts anderes als mal 12. Das führen wir hier drüben auch durch und erhalten damit die Strecke AB muss in der Zeichnung 12 cm lang sein. Das gleiche können wir auch mit der Strecke AD machen und dann erhalten wir, dass in der Zeichnung die Strecke AD 7 cm lang ist. So, gehen wir ans Zeichnen. Wir fangen mit der Strecke AB, also 12 cm in der Zeichnung, an. Weiter wissen wir, der Winkel BAD ist 75 Grad groß. Also von B über A nach D müssen es 75 Grad sein. Dann erhalten wir hier so einen freien Schenkel. Ja. Noch ungenau. So. Und zusätzlich wissen wir noch, die Strecke AD ist 35 cm im Maßstab, also 7 cm. Tragen wir die noch ab und erhalten ungefähr hier einen Punkt D. So, wir wissen, die Grundfigur ist ein gleichschenkliges Trapez. Das heißt, der Winkel BAD, der hier mit 75 Grad, finden wir auch genau auf der anderen Seite wieder, nämlich der Winkel CBA muss dann ebenfalls 75 Grad groß sein. So, die Strecke DC ist zudem parallel zur Grundseite AB. War jetzt nicht schön. Also erhalten wir hier den Punkt C. Was wir noch brauchen, sind die Kreisbögen IH, GH und GF. Wir wissen ja zum Beispiel aus der Skizze, der Punkt E ist der Schnittpunkt der beiden Diagonalen. Also zeichnen wir die mal noch mit ein.
Hier eine Diagonale. So, dann halte ich hier meinen Punkt E. Und jetzt weise ich weiter. Der Punkt K ist Berührpunkt dieses Kreisbogens. Das heißt, den Radius von diesem Kreis kriege ich einfach, indem ich den Abstand von K zu E messe. Berührpunkt heißt automatisch, dass wir hier einen rechten Winkel haben, Punkt K und Punkt E. Und das ist jetzt gleichzeitig der Radius. Den können wir dann auf den Diagonalen abtragen. Beziehungsweise einfacher geht es mit dem Zirkel, Radius EK. Und dann kriege ich hier so einen Kreisbogen. Ups, das ist bei mir zu klein geworden. Sieht dann ungefähr so aus. So, jetzt brauche ich noch die anderen beiden Kreisbögen. Aber mit dem Zirkel ist es auch kein Problem, weil diesen Kreisbogen GH haben wir jetzt schon. Und jetzt sehen wir, der andere Kreisbogen schließt direkt an. Das heißt, der Radius des zweiten Kreisbogens ist einfach die Strecke CG bzw. DH. Das ist Punkt G und das Punkt H. Und jetzt kann man am einfachsten mit dem Zirkel gleich nochmal den Radius aufnehmen. Und dementsprechend die beiden anderen Kreisbögen einzeichnen. Sieht dann ungefähr so aus.